Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir werden heute wieder auf meine krassesten TikToks reagieren. Aber ihr seht, ich bin nicht allein. Ich habe wieder meine zwei besten Freunde am Start. Bubi! Und Chrissy! Ja. Und Leute, wir werden heute wieder auf meine krassesten TikToks reagieren. Der Teil 1 ist übelst gut bei euch angekommen. Über 30.000 Likes, also nochmal Dankeschön dafür. Also Leute, jetzt muss mir mal jemand erzählen, dass es einen süßeren Hund als Bubi gibt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das erste TikTok an. Let's go! Ich bin gespannt. Und mal gucken, was wir da haben. Ui, ich weiß, was du das. Kennst du es auch? Nee, ich glaube nicht. Oha, so in der Luft gehen, ja, das ist cool. Vor allem, ich habe erstmal dazu geschrieben, seht ihr die unsichtbare Mauer? Wie logisch, Junge. Da war auch übelst viele, hä, yo, wie unsichtbare Mauer, wie soll man denn eine unsichtbare Mauer sehen? Aber das war ja das Besondere daran. Es sieht halt echt aus, als würde ich da, als würde da irgendwie eine Mauer sein. Das ist genauso wie ein aufgegessener Keks. Stimmt. Okay. So, Freunde, das nächste Video und zwar mit dem gefährlichsten Trampolin. Uiuiui. Oha, geht das hoch. Ja, okay. Das ist einfach so, als würde ich fliegen, oder? Ja. Ja, mega krass, wie hoch du einfach geflogen bist. Das ist auch immer so, wenn du vom gefährlichsten Trampolin irgendwie springst und dann hoch, das ist wirklich so, als würdest du fliegen. Also ja, das ist so heftig, ne? Wo Willi abgesprungen ist und aufs gefährlichste gekommen ist, ist er wirklich fast schon auf dem Boden. Ich glaube, jo, das war, stimmt. Das war, glaube ich, sogar noch da, wo wir noch nicht so straff hatten, sag ich mal. Ja, da wirst du noch mal ein bisschen lockerer gelassen, ne? Alles gut. Warum lachst du? Nee, ich habe eben schon wieder einen Trick, also das eine TikTok, wo ich so nicht getroffen habe, weißt du? Oh ja, wollen wir uns das jetzt angucken? Ja, das noch kommt nicht. Ja jetzt. Noch, ja, kommt ja, das kommt jetzt. Ja, okay, Junge, das ist das Beste, Alter. Probier nicht zu lachen, okay? Mein Gesicht. Ey Leute, ihr wisst nicht, was Mini machen wollte. Er wollte hochspringen, also er hat einen Backflip, glaube ich, gemacht. Und wir sollten versuchen, ihn so seitlich wegzudrücken. Und ich habe dann halt nicht getroffen und dann ist er voll auf mich raufgeflogen. Die Musik dazu ist auch richtig nice, Junge. Ey, mein Gesichtsausdruck ist aber der beste so. Ja. Das war so an dieser einen Stelle, guck mal, ich weiß nicht, ob man hier stoppen kann. Warte mal. So, warte, stopp. Warte, so. Und in diesem Moment hast du realisiert, dass das nichts mehr wird. Du wusstest nur, du kannst auch nach vorne. Und Chrissy, bester Mann, lässt sich natürlich erstmal auf die Knie fallen. Guck mal hier so, ja, perfekt, erstmal auf die Knie. Wie kommst du darauf, dass es eine bessere Idee ist, auf den Knie zu landen? Jetzt das nächste TikTok. Das ist noch aus dem schönen Winterurlaub. Schaut mal hier. Yo. Ey, du noch mit deinen Flamingo-Haaren. Ja. Ja, da waren die noch richtig pink. Ja, Mann. Jetzt sind sie einfach gar nicht mehr pink. Ja. Egal. Ui. Stimmt, das war unmögliche Vorrede. Gesundheit. Danke. Vor allem, ich glaube sogar, das war einer der besten Formen. Aber gönnt euch mal diese Aussicht, ne? Jo, ja, die Aussicht von unserem Zimmer da auch. Das war mega schon nice. Heftig. Freunde, das nächste Video wird wahrscheinlich keiner von euch erwarten. Ich springe da erstmal so ein bisschen und alle dachten so, jetzt ziehe ich einen Backflip, aber dann passiert das. Ey. Jo. Ja klar, also Schimpanse, ne? Es sieht gar nicht so hoch aus von der Perspektive, das ist übelst hoch. Das ist wirklich übelst hoch. Man denkt das einfach nicht, dass es hoch ist, weil du gleich am Anfang schon so richtig hoch springst, weißt du? Ja, es könnte auch so ein bisschen rückwärts gespielt sein, ne? Weil das, das sieht so unecht an, wie smooth das denn so rangeht, ne? So. Stimmt, stimmt, ja. Für mich, also mehr ist es immer schon so Sommer. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Winter lieber. Echt? Wenn er mit Schnee ist. Ja, Winter ohne Schnee ist wie Sommer ohne Sonne. Ja. Ja, Real Talk, eigentlich schon, ne? Jetzt kommt mein erster doppelter Salto auf dem Airtrack. Also nicht der erste auf dem Airtrack, sondern auf meinem Airtrack, ne? Weil ich habe den jetzt zu Hause noch nie gemacht. Und Double Back. Hast du den wirklich noch nie zuvor bei dem? Nee, bei unserem noch nicht sonst. Oha, der war leicht gepackt. Bisschen überdreht, ne? Bisschen zu doll. Aber egal, ich habe mich so gefreut, dass ich erstmal den Doppelten durchgezogen habe. Es hat auch so viele Versuche gebraucht, das war so eine krasse Überwindung. Du hast am Ende noch so viel Schwung, vielleicht noch ein bisschen höher. Eins, zwei und noch ein dritter und dann wärst du auf dem Rücken. Ziel für nächstes Jahr. Und wie viele Aufrufe hat das? Auch übelst fett. 3 Millionen. 3 Millionen? Ja. Ja, also Videos laufen. Jetzt kommen wir zu einem Video, Leute, das ist übelst viral gegangen.
Und zwar 7,8 Millionen Aufrufe. Yo, 7,8 Millionen. Auch total viele Chinesen und so haben kommentiert. Und jetzt würde ich sagen, wir klicken darauf. Die Level-Up-Challenge. Oh, stimmt, mit dem Klopapier. Ja. Und das war zu den Zeiten, wo das Klopapier knapp war. Stimmt, das war ja zu Corona-Zeit, ne? Ja. Oha, wie weit. Das Ding ist so, am Ende sieht es einfach aus, als würde ich so den Yoshi machen. Ne, weißt du, der so läuft in der Luft am Ende noch. Musst du darauf achten. Und ein noch und jetzt den. Schau, so zack. Ja, stimmt. Bist du bereit für das nächste Video mit meinem fetten Downhill-Fahrrad? Stimmt, das DDR-Fahrrad. Ja. Zack, zack, zack. Und stylisch hochgefahren. Einmal Junge, das war ich. Ich hatte auch einen Fehl dabei. Oh ja. Ich glaube, ich habe das auch mal probiert mit meinem Fahrrad und ich habe mich, glaube ich, einmal richtig doll gepackt. Aber mit so einem schönen alten Fahrrad kriegt man auch noch solche Sachen hin. Aber es kommt nicht mehr darauf an, was für ein Fahrrad man fährt, sondern es kommt darauf an, was man damit alles machen kann. Genau. So Leute, jetzt geht's weiter mit dem nächsten TikTok. Oh ja, ein richtig nicer Spot, Leute. Von der Düne auf das Eurotrack. Das ist ja das Riesen-Ei-Gymnastik-Ei. Ja. Riesen-Ei-Gymnastik. Ja, ist das Riesen-Ei-Gymnastik-Ei. Jetzt habe ich gar nicht auf den Trick geachtet. Dabei. Das Ding ist aber, Leute, kleine Storytime. Ich war da nämlich mit Kumpels am Strand und so alles mitgeschleppt, Trampolin mitgeschleppt, das Gymnastik-Ei halt mitgenommen. Und Leute, was meint ihr, was ich vergessen habe? Den Stöpsel. Und dann ich habe es erst gemerkt, nachdem wir es aufgepumpt haben. Das heißt, wir haben da ungefähr 10 Minuten das Ding aufgepumpt und dann hatte ich einfach keinen Stöpsel. Ja, und ziemlich wie schade ist gewesen. Ist das denn so geblieben? Ich habe ein Taschentuch reingestopft und ja, die Luft ist halt ganz langsam rausgegangen. Ah, okay. Aber das hat halt auch nichts gebracht. Aber jetzt zum Trick, Freunde. Genau, der Trick. Was war das eigentlich? Ein doppelter Vorwärtssalto, aber man hat einfach so, guck mal, ich bin auch fast auf den Boden aufgekommen. Du bist sogar auf den Boden aufgekommen. Stimmt. Oha, ey, du hattest einen dreifachen... Yo! Der höchste doppelte Salto, den ich jemals gemacht habe. Das Video ist jetzt hier von diesem Trend, wo man erstmal so wackelt hin und her und dann plötzlich so gut läuft. Und da habe ich halt Saltos gemacht. Oh, bist du nicht sogar vom Airtrack? Bam! Da hatte ich dann halt entweder du ziehst es jetzt noch durch oder du ziehst es nicht mehr durch. Und ja, ich habe mich für die Hälfte entschieden und das war keine gute Entscheidung. Für die Hälfte? Ja, bei der Hälfte habe ich dann halt so abgebrochen, ne? Aber Glück gehabt, dass mir da nichts passiert hat. Zum Glück bist du auch noch aufs Airtrack gelandet. Ja, also, stimmt, das wäre schon nicht so gut gewesen. Freunde, jetzt haben wir das Video, wo wir uns im Pool sauber gemacht haben. Oh, stimmt, da haben wir das Wasser hingeleitet und dann erstmal stylische Sessions mit dem... Zack, 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 zack. Junge, aber... So eine selbstgemachte Skimboardbahn ist schon ziemlich nice. Jo, aber es sieht auch voll cool aus, wie du das Wasser so wegmachst. Ja. Ja. Willkommen zum nächsten TikTok und zwar eine Transition. Mit dem stylischen Flipflop. Und zack. Jo. Siehst du den Übergang? Die war schon... Das war schon echt gut. Siehst du so den Übergang oder sieht man es nicht? Ich guck mal. Ein bisschen. Gar, ich würde es jetzt durch die Wolken ein bisschen sehen, ja, ne? Wollte ich sagen. Da hätte man einen Himmel ohne Wolken gebraucht. Ja. Aber obwohl, auch wirklich nur ganz leicht. Zack. Ja, okay. Also das Outfit ist doch schon nice. Mit das Outfit ist echt lässig. Lässig. Leute, das nächste Video hat einfach 16,5 Millionen Klicks. Was? Das habe ich jetzt erst vor kurzem hochgeladen und zwar... Was? War das der Boden ist Corona Challenge? Was? Ich dachte gerade hier, Level Up wäre das krasseste. Nee, nee, das war das heftigste. 12 Millionen? 16,5 Millionen. Was? Heftig, ne? Überleg mal, wie viele das sind. Ja. Das ist auch so international übelst viral gegangen. Also das haben echt viele gesehen. Puh. Vor allem, ich schreibe so, der Boden ist Corona-Challenge und als erstes kommt ein Ring, wo ich den Rasen berühre. Der Regen besteht aus Ring, das ist ein Regenbogenring, der schützt dich vor allem, ja. Okay. Aber gut, der Flow ist schon nice, oder? Der Flow war schon nice. Das haben wir, da gab es so viele Fails von, das werde ich euch dann später wahrscheinlich mal alles in ein Fail-Video reinknallen. Ne, aber... Yo. Auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an der Stelle an alle, die mich auf TikTok unterstützen, aber auch hier auf YouTube. Ihr seid einfach so eine krasse Community. Ne, wir haben schon so viel erreicht. Mal gucken, ob wir dieses Jahr noch die 300.000 Abonnenten knacken, das wäre auf jeden Fall heftig. Bin gespannt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 276.000 oder 74.000. Das waren meine krassesten und heftigsten TikToks dieses Jahr und noch ein paar halt auch von letztem Jahr.
Leute, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie man denn Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, und wir haben jetzt auf jeden Fall Bock auch wieder mehr Reactions zu bringen, wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter wird. Leute, hat echt Bock gemacht, auf die TikToks zu reagieren, ne? Und dann würde ich schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.